Chaos auf der Baustelle in Bulgarien. Lucy von den No Angels als Handwerkerin. Nene, bestia matraci! Leglo, usnovi, ne matraci! In ihrem Heimatort restauriert der No Angels da ein Hotel. Lucy zwischen Werkzeug und Musik. Mitten im Stadtpark von Pleven liegt ihr neuestes Projekt. Mit dem Hotel Kailaka baut sich Lucy Diakowska ein zweites Standbein auf. Willkommen in Pleven, willkommen in Kailaka. Das ist Hotel Kailaka, mein Hotel. 100 Zimmer, noch viel zu tun. Heute Abend kommen die ersten Gäste, aber das wird toll. Pleven liegt im Norden Bulgariens, in der Nähe der rumänischen Grenze. Rund 100.000 Menschen leben hier. Lucy will mehr Touristen in die Gegend locken und mit dem Hotel auch ihre Zukunft absichern. Je älter ich werde, desto öfter stelle ich mir natürlich die Frage, Mensch, was ist denn in 20, in 30 Jahren? So wie sich alles entwickelt hat, habe ich keine Kinder und werde wahrscheinlich auch keine haben. Wahrscheinlich sind das auch Gedanken, die auch hier zu dieser Entscheidung geführt haben. Einfach in 30 Jahren noch mal ein bisschen freier atmen zu können, wenn das alles gut läuft. Vorher ist viel zu tun. Lucy ist im Stress. Am nächsten Tag richtet sie ein Probedinner aus. In wenigen Tagen sollen die ersten Gäste sogar in ihrem Hotel übernachten können. Das sind halt einfach viel zu viele Aufgaben, die noch zu bewältigen sind. Zusammen mit ihrer Freundin Nadja baut sie die Restaurantbar auf. Einfach draufklettern, dann lässt es sich besser schrauben. Wenn es keine Männer gibt. Ist tatsächlich, ja, das alles gebaut. Gestern haben wir hier die Platte hier gemacht und so, weil es einfach das nicht möglich ist. Nadja übernimmt das Hotelmanagement und soll sich um alles kümmern, wenn Lucy wegen der Band in Deutschland ist. Die Bulgarin hat ebenfalls schon mehrere Jahre in Deutschland gelebt. Das Freundschaft mit Arbeit. Ja. Genau. Verbunden und es ist echt toll. Ich sage hopp und sie macht Trop, aber paar Mal. Immer wieder bereit für alles und Gott sei Dank haben wir auch Abenteuer. Und Gott sei Dank auch kann man ein bisschen dazu noch Geld verdienen. Okay, Batterie leer. Muss die Batterie wechseln. Seit 3 Jahren lebt Lucy wieder in ihrem Heimatland. Hier ist sie ebenfalls ein Star, hat viele Konzerte gespielt. Das Hotel Kailaka wurde zu ihrem Zuhause. Ich habe immer hier übernachtet. Weil mein Zimmer, also unser Kinderzimmer, wurde irgendwann zu so Papas Ruhezimmer. Und also zu Hause war ich dann nur zum Essen. Vor 4 Monaten entschied Lucy ganz spontan, das Hotel zu pachten und es renovieren zu lassen. Ich wünsche mir, dass Menschen kommen, die halt auch Geld in die Stadt lassen. Das ist das, was die Stadt braucht. So, so, so. Das natürlich muss hier weggeräumt werden erstmal, aber... Oh, Leute, mach weiter. Auch hinter Lucy liegt ein entschleunigtes Jahr. Während der Pandemie hatte sie kaum Auftritte. Seit letztem Sommer setzt sie sich stattdessen für den Plevener Stadtpark ein. Sie hat die Wege freiräumen lassen und will dort noch Mülleimer aufstellen. Das wird nächstes Jahr im Frühjahr dann alles grün werden. So. Es soll einfach vorbereitet werden, das wird alles sauber gemacht, vorbereitet werden, dass ungefähr in einem Jahr wir hier teilweise schöne Wiesen haben können. In dem Park hat sie viel Zeit mit ihrer Mutter verbracht. Rosica Diakowska ist vor einem Jahr infolge eines Schlaganfalls verstorben. Ja, dieser Park hat uns so eine letzte, am Ende ihres Lebens uns zum ersten Mal richtig verbunden. Und ich dachte, dass es die höchste Zeit ist, dass ich irgendwas in meinem Leben mache, womit ich tatsächlich eine Spur hinterlasse. Und ich glaube, mit meiner Arbeit hier wird das. Ich glaube, ich werde bis Ende meines Lebens
naja, anstreben, meine Mutter stolz auf mich zu machen. In Bulgarien ist Lucy jetzt Unternehmerin. In Deutschland macht sie wieder Musik, als Teil der No Angels. Hier mit Sandy, Nadja und Jessica Ende Februar bei einem Videodreh in Köln. Endlich, Deutschlands berühmteste Girlband ist zurück. Vor 5 Tagen ist ihr Album zu ihrem 20. Jubiläum erschienen, mit 4 neuen Songs und 9 Versionen ihrer früheren Hits. Rückblick ins Jahr 2001. SternTV ist Backstage bei einem ihrer ersten Konzerte dabei. Die jungen Frauen wärmen sich auf, bevor es auf die Bühne geht. Im SternTV-Studio überraschten sie damals Günther Jauch mit einem ganz persönlichen Ständchen. Sind wir hier bei Günther, Günther, endlich hier bei dir. Zeitsprung ins Jahr 2020. Nach langer Funkstille machten die No Angels im November plötzlich wieder Schlagzeilen. Unsere gesamte Musik, das wir bis jetzt gemacht haben, wurde endlich mal zum Streamen hochgeladen. Und das hat eine Welle der Begeisterung, eine Welle der Liebe, eine No Angels Nostalgie hat das ausgelöst. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon Kontakt zueinander und haben wieder mal über alles Mögliche, Gott und die Welt geredet, natürlich auch über unser Jubiläumsjahr, aber hatten nichts Konkretes. Allein bei Spotify wird Daylight in Your Eyes seitdem mehr als 5 Millionen Mal angehört. Nach dieser Welle der Euphorie kam tatsächlich der Entschluss, dass wir irgendwas anstellen müssen, dass wir irgendwas für uns vor allem machen müssen. Also sind wir heute da, wir haben eine tolle Platte und das macht richtig Spaß. Zurück in Lucys Hotel. Heute renoviert sie die Präsidentensuite. Sie will ihr bestes Zimmer im Obergeschoss schon in wenigen Tagen an ein Hochzeitspaar vermieten. Ne matraci. Ne, ne, bestie matraci. Leglo, usnovi, ne matraci. Ihre Mitarbeiter bringen die falsche Matratze nach oben. Best matraci. Pop matraci. Es kommt eine große Matratze oben direkt, aber die Matratzen kommen in einem anderen Zimmer. Die Chefin packt selbst mit an. Komm, das ist ja der Suite. Da können ja keine getrennte Matratzen rein. Ja, wie? Die wollen da irgendwie nach der Hochzeit Dinge machen und dann fallen die da durch. Nur eine Handvoll Mitarbeiter helfen der Hotelpächterin beim Renovieren. Sie muss jeden Arbeitsschritt kontrollieren. Also Personal weiß ja all diese Sachen, die hier gemacht werden, nicht. Ich bin die Einzige, die tatsächlich weiß, was hier wo sein muss. Der nächste Tag. In den vergangenen Stunden hat sich noch viel getan. Die Lobby und das Restaurant sind pünktlich fertig geworden. Es laufen die letzten Vorbereitungen für das Eröffnungsdinner am Abend. Rund 80 Gäste sind eingeladen. Corona-Maßnahmen gibt es in Bulgarien kaum noch. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 15. Also die Menschen sind mit in den Gruppen zusammengepackt, wie die auch zusammenkommen. Sind eigentlich außer 2 alle schon geimpft. Ist das schön. Ihren Speisesaal will Lucy für Feiern vermieten. Sie ist überwältigt. Ich habe echt geweint, weil ich nicht gedacht habe, dass diese Reise irgendwann mal ein Ende haben wird. 19 Uhr. Die ersten Gäste sind da. Und alles ist fertig.
Naja, fast. Managerin Nadja und zwei Mitarbeiter befestigen noch schnell das Notausgangsschild. Irgendwas muss schief gehen. Hoffentlich ist nur das. Unter den Gästen sind Freunde des No Angel Stars, Unternehmer aus der Stadt und die Mitarbeiter des Hotels. Im Speisesaal tischen die Kellner ein Vier-Gänge-Menü auf. Es ist die Generalprobe für Bedienung und Küche. Wir sind so stolz und ruhig jetzt. So glücklich, ruhig. Es beginnen jetzt die Hochzeiten, es beginnen jetzt die Abiturfeiern. Und da muss dieses Teil funktionieren. Für Lucy geht es nach der Feier erst einmal nach Deutschland, zu den No Angels und ins Stern-TV-Studio.